Moinsen Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Part von Let's Play Das Imperium in Total War Warhammer. Und ja Leute, nachdem ich letzten Part ein bisschen eilig beendet habe, ja, werde ich jetzt direkt weitermachen, obwohl es nur 3 Minuten später ist. Wer denkt sich jetzt, hä? Warum hat er den dann so beendet? Ich weiß es nicht. Gut, wir sind letzten Part dabei stehen geblieben, die Chaos-Armeen wieder besiegt zu haben. Und ja Leute, eine weitere Welle des Chaos spawnt. Ich verstehe es langsam nicht mehr. Ich überlege schon fast, die Vampirfürsten zu besiegen, während ich mit den Chaos mich prügel. Und wir müssen Backaffen wieder aufbauen. Wobei, wenn Backaffen niedergerissen bleibt, gehen sie dir nach Essen? Ich würde die Ländereien da oben gerne halten. Da unten ist auf jeden Fall eine Armee. Okay. Ich muss jetzt gucken, was ich mache. Erstmal bauen wir uns weiter aus. Und ich würde fast schon sagen, wir bauen Burg von Rauk mit Norden auf. Ist die Frage, haben wir genug Zeit, um das Garnisonsgebäude hier vollständig aufzubauen? Bleibt dafür die Zeit. Hä? Ton? Wo ist der Ton? Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass man mich doppelt hört, weil mein Headset kurz ausgegangen ist. Gut, auf jeden Fall muss hier eine Gebäude wieder rein. Ich schmiede. Gut, ich habe momentan viel Geld, das sollte ich nutzen. Und zwar könnte ich die geile Artillerie holen und die Greifen. So, machen wir erstmal die Greifen. Nee. Wenn beides schon so viel kostet. Oh, du bist schon am Baukosten reduzieren. Sei denn der ursprüngliche Kaufpreis. Nein, der ganz richtige Kaufpreis. Nicht der reduzierte. So. Lade. Weißt du was, Creative Assembly, du kannst mich sowas von am Arsch lecken. Warum wird es nicht geladen? Warum bist du auf der Grundseite nur? Du bist richtig fair. Gut. Machen wir erstmal die Demi-Greifen. Und ja, öffentliche Ordnung ist an sich okay. Militärpräsenz macht hier eh nicht fair aus. Gut. Bauen wir jetzt unser Reich wieder auf. Dann machen wir erstmal die Eisenressource weiter hoch. Wir werden jetzt unser Reich von vorn bis hinten wieder aufbauen. Wo ist die... Hier ist die Rebellion von Marienburg. Ach du Scheiße. Schnell nach Marienburg. Weil die Stadt eine ordentliche Garnison hat. Oh ja. Da brauche ich schnell Hilfe. Wir müssen jetzt über die öffentliche Ordnung raus. Ich würde sagen, wir fangen mit Bastone und Wiesenland an. Aber Wiesenland schon wieder hochgeht. Ich glaube, das müssen wir auch schon auf meine nächste Runde ausbauen. Aber Geld kriegen wir nicht mehr. Das finde ich schade. Gut. Ich glaube, die Armee da unten wird sich zu einer kleinen Bedrohung entwickeln. Lauf mal runter. So, hier oben kommt noch eine Skelling-Armee. Aber die kann die Stadt hier nicht mal graben. Oh, Middenheim! Was ist denn hier falsch gelaufen? So, die Schwächere von euch beiden Armeen geht mal dahin. Gut, wir werden uns erstmal nur auf Wolfenburg begrenzen. Und investieren unser Geld in den Aufbau unserer Land, unseres Landes. So, du alleine kostet 480 Unterhalt. Finde ich ein bisschen frech. Nee, kannst eigentlich was Besseres bekommen. Was war das? Fähigkeit Widerstand, Trank. Gut. Auf jeden Fall kriegst du das Garnisonsgebäude. Das ist da. Da haben wir noch 2 Plätze frei. Ich würde fast schon sagen, wir hauen da noch eine Schmiede rein. Um auch die geilen Einheiten hier bauen zu können. Und dann nach der Schmiede. Ich glaube, ein Schrein des Sigma. Mit Korruption hier schön kaputt zu machen. Weil er hier Moralboni bekommt dann. Machen wir das. Backoffen lassen wir so. Essen ist leicht. Ja, kaputt. Ja, super. Die Korruption setze ich jetzt durch. Ich überlege schon fast, ob ich das einfach aufgebe. Ich möchte mein Reich nicht kleiner werden lassen. Nein. Ich möchte nicht noch mehr Krieg. Boah, die Zwerge und ich, wir sind echt mächtig. Macht Rang 2, macht Rang 3. Und das dumme Chaos ist ja auch noch mit dabei. Boah, dieser Agent, ey, das ist das Schlimmste an dem Chaos. Aber wir haben gerade eine Chaos-Ausstattung 2 Runden wieder vernichtet. Das nächste Mal könnten wir eine Runde brauchen. Wenn wir brauchen nur die Truppen dafür. Die ganzen Schwertkämpfer durch Bierenkämpfer ersetzen, die ganzen... Oh, dankeschön. Perfekt. Und die ganzen Speerträger durch Hillebarden. Alle Armbrustschützen durch Musketen.
und die Hälfte der Reichsgarde oder Grimselgarde halt durch Greifen setzen. Aber auch nur die Hälfte aus dem Grund heraus, dass die Greifen nur sehr wenig Einheiten haben im Trupp. Bisschen Masse schadet da nicht. Ach, Kiste. Bisschen mehr. Da nehme ich ja, steht eh schon niedrig. Boah, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz ehrlich, weil es fragen mich ja 100 Leute nach dem Fazit. Dieses Video kommt, boah, wie viel habe ich im Voraus aufgenommen? Lass mich nicht lügen, diese Woche, wir sind gerade an einem Samstag, deswegen kommt gerade Pergamon CCK. Diese Woche kam Part 11, glaube ich, von Imperium. Alter, ich hoffe, ich muss den Part jetzt nicht neu aufnehmen, weil mein Headset dann dort ausgeht. Ja, Part 11, 12 kam, glaube ich, von Imperium gerade hoch. Was? Wie kamen die durch? Nein, nein, nicht niederreißen. Nein. Oh, nur geplündert. Oh. Oh. So, Part 11, 12 kam hoch, ne? Und ja. Wo ist Yami? Da oben. Leute, könnt ihr die mal töten? Super, der kann sich nicht bewegen. Eigentlich müsste der jetzt schon wieder weiter rekrutieren. So, das war die Armee. Ich hoffe, die ist gut. Ich überlege schon fast, zweimal Artillerie zu streichen für mehr Bian-Kämpfer. Aber das lassen wir erstmal so. Ah, wir haben ja dich. Oh, du bist im Gewaltmarsch. Aber aufpassen. So, geh nach Weißmund. Hat Weißmund einfach nur kaputt gemacht? Ich glaube schon. Ich glaube mir da sicher zu sein. Wobei, wenn ich 3 Runden warte, hat das Weberhaus ja sein Geld wieder reingeholt. Fällt mir gerade auf. Oder 4 Runden, dann hat das Plus gemacht. Ne, jetzt lassen wir erstmal. So, du stellst dich schön hinter die Stadt. Hallo. Boah, ja. Raus da. So, Lager. Auf in die Stadt. Hauptsache, die öffentliche Ordnung hier stimmt. So, du könntest versuchen, mal diesen dummen Chaos zu retten. Töten wäre mir irgendwann auch mal lieber. Verwunden war eine ganze Zeit lang okay, aber langsam regt es mich auf. So, die Straßen hier sind schon gut ausgebaut. Was hat er hier? Einzelne Dinger? Varguls? Ich meine, es sind harte Dinger. Ja, das ist die große Form des Wahrgeists. So. Noch 2 Runden, dann bist du fertig. Wobei ich überlege gerade, ob ich... Haha, ich will ja noch den Zauberer hier mitnehmen. Oder nee, den halte ich jetzt immer in Gebieten, wo ich die Baukosten schön niedrig haben will. Das heißt, wir können die Armee von dem Fall machen. Wo, was könnten wir hier bauen? Oh, Wachstum. Oh, nice. Oh. Puh, lächerlich. Ah, hier ist ja ein Hauptstand, ne? Ach, bitte. Halt deine Schniss. Mann, meine dummen Bian-Kämpfer sind immer wieder Männer dazu bekommen. Warum muss ich gegen ihn kämpfen? Wobei, jetzt hast du dein Greifen. Das hilft uns gegen das Chaos. Du kannst nicht mal mehr ein Lager aufschlagen. Nein, daneben. Neben. Oh, jetzt muss ich wieder ranzoomen. So, direkt daneben, bitte. So, wir können wieder forschen. Wir wollten hier die letzte Forsche machen. Und zwar Rang des Helden bei Rekrutierung, bei Hexenjägern und Kriegerpriestern, Kosten der Heldenaktion und Führerschaft. So, danach machen wir einen Boxenlauf. Ne, wobei, es ist nur für Kavallerie. Ah, hier. Hier machen wir mal den mehr Munition für die. Den Schatzmeister. Wer ist der Schatz? Welcher Schatzmeister? Oh, die sind ganz schlechten General hier unten. Ja. Ja, es ist gut so. Es passt eigentlich. Plus 21 auf eine Ordnung, nice. Militärpräsenz 12. Machen wir das militärische Vorgehen auch weg. Sind wir bei plus 1, den Charakter und voilà, wir wieder minus 2. Abgesehen davon. Können wir eine Runde hier drin bleiben? Gut. Eigentlich läuft das gerade wieder sehr gut für uns. Hier geht es auch schon hoch. Ich meine, wie viel Geld bringt Altdorf noch? Ja, 4700. Die 5000 können wir leider nicht mehr ankratzen, ne? Das ist das Einzige, was das Gebäude kann. Garnison und man kann Reichsgarde rekrutieren. Ich überlege fast, das abzureißen, sobald ich die Demi greifen habe. Aber dann wäre die nächste Form meiner Kavallerie nur noch Ritter des Imperiums. Und die sind bekanntlicherweise schwächer. Ich meine, wir verlieren 20 Rüstung, 6 Nahkampfangriff,
2 Nahkampfabwehr, 11 11 Waffenstärke und insgesamt 15 Charge. Das ist mir ein bisschen viel. Das sind nachher die Faktoren, die mich verlieren lassen. Komm, bauen wir das mal. Gut. Ich glaube, wir sind am Ende. Beenden wir die Runde. Die Zwerge. Mann, ich hätte so gern diese östliche Provinz hier noch gehalten. Was machen die Vampirfassen da? Ich muss... Ah, ich habe schon wieder vergessen, mir meinen Agenten zu holen. Sobald ich wieder richtig viel Geld habe, sorge ich dafür, dass ein Agent da spawnt, wo das Chaos spawnt. Nein, dass ein Agent dahin geschickt wird, wo das Chaos immer anfängt, wenn es mal wieder besiegt wurde. So meine ich das. Ah, ich erinnere mich noch, wie ich damals Bastone fertig gemacht habe. Dafür hätte ich heute gar nicht mehr die Kapazitäten. Wobei, diese Anstatt Gisorex hätte ich nie erobern sollen. Die zu halten, kostet mich einfach zu viel. Die bringt ja weniger Geld, als der Unterhalt der Armee ist. Das ist einfach nur sinnlos. Statt müsste mal von alleine stabil werden. Was soll ich nur tun? Boah, Alter. Skellinger und Vager. Ihr seid 10-mal schlimmer als die Chaoskrieger. Rebellion bevorstehend. Warte, wo war das? Ostmark. Ja, was soll ich machen mit der Ostmark? Warte. Weil das war... Ach, das, nee, das war eh nur für die Provinz. Egal, reißen wir alles ab. Ach, dass ich das nicht abreißen kann. Ja, ist halt so. Da du jetzt die Stadt angreifst, habe ich eine nette Stadtgarnison. Das heißt, auf Wiedersehen. Warum fallen diese Gegner jedes Mal auf den gleichen Trick rein? So, noch eine Runde. Und dann verdiene ich kein Geld mehr. Wo ist die gegnerische Armee hin? Da sind die. Die Vager sind weg. Aha, die sind weg. Gut. Wo kann man pushen? Hier. Perfekt. Ich würde sagen, du gehst immer nur in dieser Lagerausstellung weiter nach vorne, da du somit mehr Männer wieder bekommst. Und jetzt kriegen wir es eigentlich sehr gut hin. Ah ja, Garnison. Sofort Garnison. So. Alter, wir verdienen einfach gar kein Geld mehr. Einfach gar nicht. Das Einzige, was wir jetzt bekommen, ist öffentliche Ordnung plus. Aber mehr Geld bringt, tut uns das ja auch nicht viel. Boah, die Armee wird gleich mitkämpfen. Das Einzige schlecht ist das hier. Boah, nee. Hör auf mit dem Scheiß, ey. Bitte, nicht jetzt bei Steam schreiben. Hier wollten wir... Ja, die Kaserne. Dann können wir nämlich auch einen Bienenkämpfer da rekrutieren. Eigentlich wollte ich es nicht. So, eine Zweierprovinz kann man gut benutzen, um auf Wirtschaft zu gehen. Aber so ist es halt. Wobei, kann man auch eigentlich sehr gut fürs Militär benutzen. Was macht der hier? Boah, wie die ganze Vampirkorruption sich dabei Essen verbreitet. Ohne ein Schrein des Sigma war es das mit der Provinz. Was soll ich nur ohne diesen Schrein tun? Tut mir leid, Ostmark, dafür, dass... Ich habe dich ja damals adektiert. Du hast mir so viele Städte dazugegeben. Und ich habe einfach mal fast alle davon verloren. Es tut mir so leid. Aber du hast auch einfach nur richtig scheiße deine Städte verwaltet, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Einfach nur Bullshit. Wie viele Verbündete haben wir? Guckt es euch mal an. Alter Schwede, wie lange das dauert. Ich müsste hier fast schon mal auf Ausklicken. Aber dann sehe ich nicht mehr die Chaos-Bewegungen. Dann sehe ich echt nicht mehr die Chaos-Bewegungen. Jetzt macht schon. Oh, diese Skellinger-Mitte, macht sie weg. Bitte macht sie weg. Ich will sie hier nicht mehr haben. Hä? Ah, es ist Essen. Verliere. Nice. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Stadt. Wobei, ich könnte diese Rebellen der Vampirfürsten angreifen und die dann zu meinen Vasallen machen. Da müsste ich mich nicht um die Verwaltung der Stadt kümmern, kriegt trotzdem Geld. Oh, was? Seid ihr dumm? Ihr seid ja echt maximal behindert, habe ich das Gefühl. Oh, ich bin viel zu lange im Marienburg geblieben. Rüber. Perfekt. Ja, die Stadt ist noch alleine stabil. Wobei, militärisches Vorgehen. Nee, die Stadt ist kein bisschen allein stabil. Das muss ich ganz schnell hier ausbauen, alles. So. Du bist jetzt fertig. Auf dem schnellsten Wege rennst du nach Wolfenburg.
Oh, der hat ja nicht mal ein Reittier. Auf welchem Level darf er den... Oh, da geht ja noch ganz viele nette Sachen. Wo ist sein Pegasus? Hier. 21. Oh, der wird noch ein bisschen lange zu Fuß rumlaufen. Na gut. Du kommst mal mit. Hat der einen Greifen? Nee, der hat einfach nur ein fettes Gewand. Boah, die Talabäcklein, du regst mich langsam auf. Gut. Da, wo ich jetzt kein Geld mehr bekomme, ist doch alles wieder im Rhein. So. Du hast... Ja, wow, nichts zum Rekrutieren. Das müssen wir eigentlich mal ausbauen hier. Quetschen wir ein bisschen Geld, sonst verbindet mich daraus. Noch sehen wir die Chaos-Armeen, aber nicht. Das ist gut. So, ich habe schon lange nicht mehr nach Geld gefragt. Es wäre so viel geiler, wenn viele meiner Verbündeten meine Vasallen wären. Ich meine, das Gute ist, wir teilen uns alle den gleichen Kriegspartner. Das ist der Grund, warum die mich alle lieben gelernt haben. Ich habe das Chaos verprügelt. Das Chaos ist der Grund, warum ich so mächtig bin und gleichzeitig auch der Grund, warum ich, ja, an Macht die ganze Zeit einbuße. Nein. Dankeschön. Schenkt eurem Kaiser Geld. Oder Imperator, oder wie ihr mich auch nennen wollt. So. Ach, mir tun echt Leute leid, die dieses System nicht ausnutzen. Dieses typische, ein bisschen Geld geht doch immer. Schutzbündnis haben wir nicht? Oh. Da sollte aber ein bisschen mehr Geld verlangt werden. Na, bist du echt bescheuert, ey. Ich kann erst das Bündnis mit dir machen, dann könnte ich später nochmal Militärisches mit dir machen oder dafür Geld verlangen. Ne, komm, 300 geht schon. Nee. Schade. So. Komm. Oh Gott, regst du mich auf, ey. So, die Grünen heute, mit denen habe ich nicht mehr Krieg. Die machen einfach mit allen großen Staaten Krieg. Gut, da wir jetzt Geld haben, bauen wir jetzt erstmal das hier aus. So. Und... Na gut, hier hätte ich gerne die Stelle weiter ausgebaut, aber dafür habe ich leider nicht mehr das Geld. Ich müsste erstmal eine Schmiede bauen. Das Gebäude weiter auszubauen, wird mir schon den ersten Bierhandkämpfer bringen. Aber ich brauche Wachstum, und das habe ich kein bisschen. Ich könnte mal das Gold holen. 7 Runden und es wird sich bezahlt machen. Ja, oder wir machen das Holz. Oder generell die Garnison in der Bronzefestung. Was kriege ich dann dazu? Ja, die wird sich mega verbessern. Machen wir das mal. Nee, nee, nee. Die Stadt möchte ausgebaut werden. Schreine Sigma. Sieht nach dem Schreine Sigma hier aus. Jupp. Schreine Sigma. So. Guckt euch einfach mal diese Armee an. Nur Schwertkämpfer. Sie würde einfach total versagen gegen das Chaos. Das Chaos würde einfach drüber rennen über diese Armee. Weil ich könnte die ganze Armee auflösen. Ich meine, die kostet schon 3100 Unterhalt. Würde ich erstens wieder Geld bekommen. Zweitens könnte ich die ganze Armee durch eine bessere ersetzen. Wobei, wie viele Armeen habe ich hier? Die beiden plus ihn. Das wären momentan 3. Mit ihm wären es 4. Ich glaube, ich brauche den nicht. Sorgen wir lieber dafür, dass wir Geld bekommen. Auch wenn die öffentliche Ordnung dann hier im Arsch ist, aber... Bei denen müssen wir jetzt auch mal auf. Wir versuchen jetzt mal wieder Geld zu bekommen. Der hat einfach fast 1000 gekostet. Gut. Ja, was mache ich da? Ich warte, bis ich... Ja, komm, plus 2. Lassen wir es auf plus 2. Gut. Ich werde jetzt eigentlich irgendwann Garnison bereit. Nee, ist so ein Rekrutierungsgebäude in dem Spiel anscheinend nie. So. Ein bisschen mehr Geld. Aber auch ein bisschen mehr Risiko. Wir haben gerade einen ganzen Fullstack aufgelöst. Ich würde ab jetzt sagen, dass ich nur noch ein Altdorf rekrutiere und die Armee dann rüber schicke. Ich spare jetzt erstmal das Geld, um die beste Artillerie da zu bekommen. Und dann wird die nächste Armee Greifen haben und die beste Artillerie. Ich meine, die jetzt schon die Armee von Balthasar Geld ist einfach mal richtig stark. Ich überlege schon fast, den in die Hauptstadt reinzustellen. Also seine Truppen kämpfen... ich kann kein Deutsch. Seine Truppen kämpfen ja deutlich schlechter als die von Karl Franz. Trotz der höheren Qualität. Ich meine, er ist einfach noch kein guter Anführer. Er muss noch zu einem guten ausgebildet werden. Aber er hat Artillerie.
Wobei, sie greifen die Armee an, die neben der Stadt steht. Und der Hauptgeneral sollte Karl Franz sein. Das heißt, wenn ich Karl Franz neben die Stadt stelle, wird er der Hauptgeneral der Schlacht. Gut, Karl Franz muss aus der Stadt raus. Ja, genau deswegen möchte ich eigentlich gerne Bronze festnehmen. Ah, perfekt. Hier das Garnisonsgebäude weiter ausbauen. So. Weil das würde mir hier schon etwas bringen. Die könnten den Vollstack alleine abwehren dann. Schade, dass man das ja jetzt nicht weiter ausbauen kann. So, einziges Problem ist jetzt hier die öffentliche Ordnung. Ich meine, die Garnison geht erstmal vollkommen klar. Die kann jeden Vollstack abwehren. Nur ja, was ich weiß, manchmal wieder ausbauen. Dann baue ich das gleich hier mit aus. Gut. Perfekt. Die Greifen sind rekrutierbar. Jetzt kommt es nur noch auf das Gebäude an. Ich glaube, dann behalte ich dich doch da unten. Also, warte. Eine Idee. Zack, zack. Weil ich meine, überlege. Hier, 3000 kostet das. Das kostet 1600. Zack. 2400 und 1280. Es gibt mir sogar noch das Geld, um das hier auszubauen. Aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Hier unten könnte ich noch weiter ausbauen. Perfekt, dass die öffentliche Auto mal hochgeht. Einfach zweimal Schrein, Sigma. Wenn ich den hier auf das dritte Mal ausbaue, gibt der Korruptionsbegriff plus 3 noch. Den könnte ich nicht ganz ausgleichen. Ist die Frage, was würde ich hier reinbauen in Weißenburg stattdessen? Was würde ich reinbauen? Oh, Steinhauer. Noch eine Ressource, die ich noch nicht habe. Machen wir das. Das Geld, was wir davon nächste Runde bekommen, können wir bald für die Kathedrale Sigmas benutzen. Generell können wir dann auch vielleicht den Zauberer kurz runterschicken. Boah, das wird krass hier. Warte, da sind Chaos Agenten unten, ne? Der wird ihm aber eh voll. Das heißt, du wirst erstmal hier weiter vereiteln. Gut, das sieht sehr, sehr gut für uns aus. Er hat die Stadt, ja. War klar, dass er sich die Stadt jetzt holt. Vampirfürsten sind somit mächtiger geworden. Aber die haben ja Krieg mit dem Chaos. Wenn die sich noch Backaffen holen, da haben die eine Armee. Dann werden die zwar noch stärker und nachher zu einer richtigen Bedrohung, aber sie wären ein potenzielles Ziel für die Chaos-Krieger. Weil sie dann genauso stehen wie ich. Boah, Gott sei Dank sehen wir ihre Armee noch nicht. Nein, nein, nicht den Zauberer. Nein. Boah. Okay, ich muss den Hexenjäger ganz schnell runterschicken. Der Zauberer darf nicht sterben. Der soll auch weiterhin die Baukosten reduzieren. Bei weiteren Zauberer würde ich eigentlich immer gerne in Balthasar Gelds Nähe holen, weil die da mehr direkt plus 2 Erfahrung bekommen. Was möchtest du? Ich sehe gerade, dass hier ganz viele Sachen nicht bebaut sind. Das sind alles Berge, bei denen die Zwerge sich ansiedeln könnten. Nein, ich werde nicht für 1000 Schwarzhafenkrieger killen. Wenn die nächste Chaosfront abgewehrt ist, dann schicke ich Truppen rüber, die Schwarzhafen töten sollen. Ich glaube, die Vampirfürsten könnte ich gleich mitmachen. Kommt auf an, wie stark die sind. Wenn die nur verflucht haben, habe ich ein kleines Problem. Das sind nämlich deren Elite-Einheiten. Die sind so ziemlich mit Bienenkämpfern auf einer Stufe. Und Helebarden. Eigentlich sogar deutlich stärker als Helebarden. Nur die Bienenkämpfer könnten hier was ausrichten. Da müsste ich Frontalkavallerie reinjagen. Kannst du dich irgendwie gegen den wehren? Na, nicht gerade sehr. Nicht gerade auf die beste Art und Weise. Ausbau für den. Boah, guck dich das da oben mal an, ey. Was ist das? Vor allem die Türme verbessern sich ja auch. So. Was lohnt sich eigentlich? Warum lohnt sich das? Also Kampfzauber können mehr rekrutiert werden. Und Rang des Helden bei der Rekrutierung plus 6. Plus 6. Ach. Wie geil ist das denn? So, erstmal läufst du schon mal hier rüber, dann bist du auch in der Nähe von Nullen. Von netten Wiesenland. Ja, bauen wir das mal. Gut, dass ich hier immer noch öffentliche Ordnung bekomme. Oh, das können wir ausbauen. Das ist nice. Ich finde es immer so nice, dass Altdorf einfach mal das Geld aus den Regionen in den benachbarten Provinzen steigert. Das erklärt, glaube ich, warum hier generell so viel Geld rausgeschiffelt wird. Das können wir auch weiter ausbauen. Ich überlege schon fast, die Stelle hier abzureißen. Ich meine, wir haben immer noch hier dumme Infrastrukturgebäude in der Hauptstadt. Wobei ich mich frage, was wir sonst reinbauen könnten. Ich meine, wir können eigentlich mal den Hof abreißen und die Stelle. Wenn wir das beides machen, plus das Ding, hätten wir 3 Plätze frei.
Wofür benutze ich die? Ich meine, wir können einen benutzen für das Webhaus. Da würde ich ja noch Geld rausbekommen. Die Schmiede. Ja, ich meine, was bringt die mir? Globale Rekrutierungskapazität. Ja, aber nur in der Provinz selber. Das Zauberer-Ding lohnt sich ja nur in der Provinz, wo ich die Zauberer hole. Es gibt zu wenig Gebäude, um rein auf Wirtschaft zu gehen. Habe ich das Gefühl. Bisschen gezwungen wird man immer zu diesen militärischen Gebäuden. Wie lang? 4 Runden. Aber ich kriege einen Mörser dazu. Schwerträger werden durch Hillebarden ausgetauscht. Dafür verliere ich aber auch einen Schwertkämpfer und die Armbrustschützen durch Musketen. Solange wir noch die Zeit dafür haben, machen wir das. Und hier bauen wir auch weiter aus. So, die Schmiede hier muss jetzt auch bald weiter ausgebaut werden. So, du bist fast schon Level up. Du bist rein noch rumlaufen. So, und du kannst schon mal rausgehen aus der Stadt. Warte, die greifen immer die Armee an, die über der Stadt steht. Let's go. Geh schon mal dahin. Yes, to unite the provinces. What does the emperor bid? So. This will bolster the nation. Ich meine, du wärst gut, um gegnerische Generäle zu töten. Aber was könnte ich mit dem noch rekrutieren, Herr Pistolieren? Hm. Ja, machen wir das einfach mal. I am the Supreme Patriarch. Oh. Meine Armee hat den Weg nur blockiert für dich. So, diese Armee. Ach, die haben generell schon mal eine geile Fähigkeit. Plus das, plus das. Alle nachher voll. Das ist nice. Aber was kann ich hier denn rekrutieren? Warte mal. So, du musst auf jeden Fall weiter die Ausstellung haben, damit die hier weiter hochgehen. Wir könnten Helebaden holen. Wir könnten den auch auflösen. Zack. 2 Hillebarden. Nice. Oh. Hey, das war's. Ja, super, die Korruption durch die Vampire geht jetzt wieder hoch. Wie viel kostet das? 6.000 machen wir nächste Runde einfach. Wir könnten das abreißen, um die öffentliche Ordnung zu pushen. Na komm, machen wir es. Im Wortbad haben wir schon seit 10 Jahren nichts mehr rekrutiert. Tun wir es. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es mit diesem Part wieder gewesen sein. Wir sind natürlich mega weit gekommen. Ich meine, ja, das Chaos lebt noch, etc. Aber wir haben unser Reich sowas von stabilisiert. Ich meine, es wird jetzt einfach richtig groß. Wir kommen hier zu richtig viel. Die öffentliche Ordnung in Marienburg ist auch stabil. Bauen wir das einfach weiter einmal aus. Den Schrein des Sigma und zack. Ah, das funktioniert. Die öffentliche Ordnung geht auch über hoch. Ich meine, oh, es gibt noch Provinzen, da geht es runter. Ja gut, um 1, aber das geht alles noch. Ich hoffe natürlich, der Part hat euch wieder gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, Leute. Ciao.